Georg Schramm. Schön ist das ja so dein Platz, ne? Geh an sich nicht mehr auf Hochzeit, ne? Schon gar nicht auf seine, ist ja auch so sein zweiter Versuch, ne? Sie sind die Braut? Ja, muss man heutzutage fragen, ne? Ja, früher hat die Braut ja mal vorgestellt, nicht? War ja üblich, ne? Heutzutage erkennt man es weder an der Kleidung noch, dass sie war noch nie am Deich, ne? Ja, aber die erste war auch nicht da, können Sie ganz beruhigt sein, ne? Ja, entschuldigen Sie, wenn ich mich, ich habe mich auch noch nicht vorgestellt, ne? Vielleicht soll ich mich kurz vorstellen, mein Name ist Dombrowski. Lothar Dombrowski, ich bin sein Patenonkel, nicht? Vom Bräutigam. Nicht? Der Vater ist ja nur im Krieg draußen geblieben, wie man so sagt, nicht? Er ist im Feld geblieben. Ist nicht lustig, ne? War nicht lustig, ne? War eigentlich traurige Sache, nicht? Und ich habe mich so ein bisschen um die Mutter gekümmert, ich war ein Kriegskamerad, ne? Und er kam ja dann auch bald, nicht? Und so hat sich das dann quasi ergeben, nicht? Man hat sich ja alle so ein bisschen umeinander gekümmert auch, ne? Und von Haus aus bin ich eigentlich die rechte Hand von den Steuerberater Kastrup, nicht? Bei uns oben am Deich, nicht? Und habe immer so eine finanzielle Seite, er ist ja mehr so ein Hallodri, nicht? Man sieht es ja auch ein bisschen, sie wollen es gar nicht glauben, dass wir ihn versucht haben, bei der Raiffeisenkasse unterzubringen, ne? Ging auch, ne? Aber naja, nach der Lehre haben sie ihn dann eben abgestoßen, ne? Ja, also weswegen ich da bin, möchte ich sagen, nicht allgemein, weil mir diese Ehe, also quer liegt, nicht? Das geht mir ja nun nichts an, nicht? Wobei ich sagen muss, ihr habt ja nun auch kein Verhältnis zur Ehe mehr, ne? Ihr heiratet entweder dauernd oder gar nicht heutzutage, nicht? Aber früher war das ja mehr so, dass man das auch durchgezogen hat, nicht? Heute scheint das mehr so zum Jux zu sein, nicht? Die anderen kriegen so schöne Geschenke, heiraten wir auch mal, nicht? So ähnlich macht ihr das wohl, nicht? Aber das ist nicht das bringende Punkt, nicht? Das bringende Punkt, der mich eigentlich beschäftigt, nicht? Ist der Termin. Nun ist ja die Mutter gerade vor 6 Wochen an Krebs gestorben. Nee? Sie finden alles komisch, ne? Sie können über alles lachen. Nee? Ist auch nicht lustig, wenn eine alte Frau, die ist ja nun nicht mal einfach gestorben, ne? Diese Frau ist jämmerlich eingegangen an Krebs, ne? Und sitzen so junge Schnösel wie sie rum und lachen drüber. Nee? Kann ich nicht verstehen, muss ich ehrlich sagen. Nee? Überhaupt keine Pietät, ne? Ja, jedenfalls ist sie an Krebs eingegangen, ne? Und nun ist er vollweise, nicht? Und heiratet 6 Wochen später, das ist hastig, ne? Finde ich. Und überstürzt, ne? Man, es kann ja Gründe geben, dass man sowas macht, ne? Termindruck zum Beispiel, ne? Könnte ja sein, ne? Haben Sie was angesetzt vielleicht, was Kleines? Würde ich von abraten. Ne? Dringend, mögen Sie Kinder? Ja, mögen Kinder, ne? Ich auch. Deswegen würde auch keiner mehr machen, ne? Wenn Sie Kinder kriegen, was wollen Sie dem geben? Wollen Sie die Brust geben, den Kleinen? Nee, nicht? Könnte ich sie nämlich wegen Lebensmittelvergiftung anzeigen. Außerdem sind wir so schon genug. Nee, Kinder, ne? Komm doch an allen Ecken. Nee, ich mach schon gar kein Fernsehen mehr gucken, komm immer dasselbe, ne? Heute sind wieder 2000, komm, morgen kommen wieder 2500, ne? Immer ein Koffer, 2 Kinder, ne? Wenn einer mit 2 Koffern kommt, können Sie sicher sein, gleich kommen 4 Kinder um die Ecke. Nee? Und die kommen nicht zu Besuch, nee? Die bleiben alle. Nee? Aber geschieht uns recht, geschieht uns genau recht. Nee? Wir haben sie alle haben wollen. Nun kommen sie. Nee? Heim ins Reich, nun haben wir sie alle. 50 Jahre zu spät. Nee? Und ohne alles. Nee? Wir dachten ja, sie bringen das Land wenigstens mit. Ja, nee? Ich kann euch ja sagen, ich gönne euch das von ganzem Herzen, dass sie hier alle herkommen. Nee? Ich habe nie Heim ins Reich gesagt. Nee? Ich als aller Mensch war immer vorsichtig. Nicht? Also Reich ins Heim ist mir 10-mal lieber. Aber immer. Nee? Aber immer. Nee? Und wenn die dann aus der DDR alle da sind, nicht? Weißt du, was dann kommt? Dann kommen sie von hinten, von Karpaten, ganz weit von hinten. Nicht? Und wenn die dann alle da sind, nicht? Meinst du, dann wäre Schluss, nicht? Wenn bei uns proppenvoll ist, wenn du denkst, da geht keiner mehr rein, dann kommt nämlich noch der Neger. Nicht? Und diesen ganzen Ausländer und diesen ganzen Asylanten, wie sie alle heißen, dass ihr herkommt, habt euch alle selber zuzuschreiben. Durch die Bank weg. Nicht? Weil ihr nämlich zu viel habt. Euch geht zu gut. Die Regale biegen sich geradezu, ne? Und früher, wo Haribo waren und Kurz waren, ne? Und Nähnadeln und so ein Kram, was ist da heute? 5 Meter Hundefutter, 4 Meter Kittikat und noch 1 Meter von Hamster dazu, ne? Ja, da braucht ihr gar nicht platzen, ne? Ja, 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 ja. Das könnt ihr euch gerade sparen, ne? Braucht ihr euch hier gar nicht so gemütlich machen, ne? Ihr kauft doch den Mist, ne? 7 Tage Katzenmenü, dass die Katze sich nicht langweilt, ihr seid doch nicht ganz dicht, ne? Stimmt ihr doch. Fressen wir doch alles im Neger weg. Na, nicht wir, nee, aber die Viecher. Nee? Dieser Sojakram, ich meine, der Mensch isst es ja nicht bei uns. Nee? Aber der Neger ernährt sich von Soja. Nee? Und wenn die mitkriegen, dass das bei uns der Dackel frisst, dann kommen die doch mit und wollen auch Hass haben. Nee? So ein ganz klarer Fall. Und das alles ist genau richtig für euch. Ihr braucht einfach mal schlechte Jahre.
nicht? Damit er mal Not kennenlernt und damit er mal den Gürtel enger schnallt. Nicht? Nicht in die Klinik gehen und aufs Becken, nicht? Einfach mal ein paar schlechte Jahre, das wird euch völlig reichen. Mal zur Besinnung kommen, sozusagen. Nicht? Ich wünsche euch ja keinen Krieg. Nicht? Ich habe den Krieg mitgemacht. Nicht? Ich sage ja nicht, dass ihr auch einen Krieg mitmachen sollt. Das ist nun fertig. Nicht? Das geht nicht mehr. Ein für alle Mal vorbei. Ich sage gut so. Nicht? Aber so ein bisschen Erfahrung machen. Nicht? Ich habe meine Quittung bei mir immer hier. Nicht? Ja, aber darfst du nicht lachen. Hast du gedacht, das habe ich mir vom Tennisspielen geholt oder was? Ich war nicht zum Spaß gekriegt, ich musste auch nicht denken, ne? Ich war 4 Jahre lang arbeitslos. Und weißt du, was mit einem Mann passiert, der 4 Jahre lang arbeitslos ist? Kann ich dir ganz genau sagen. Da fängt an zu trinken, schlägt die Frau mit impotent. Da hast du aber ausgelacht, ne? Brauchst du auch nicht alles aufnehmen, ne? Aufdringlich, ne? Was hast du da für einen Kameramann ausgesucht, ne? Machst du wahrscheinlich einen bunten Abend, sagst, guck mal, mein Patenonkel, er hat sie nicht alle, ne? Siehst du aus, ne? Das gefällt euch, ne? Für einen Spaß seid ihr immer zu haben, aber wenn wir mal ein paar ernste Worte wechseln will, dann geht das nicht, ne? Wenn wir mal feierlich sein wollen, dann fangen die alle an zu gackern, ne? Aber wenn wir dann mal lustig sein wollen, dann tanzen, seid ihr alle gar nicht mehr da. Ne? Weil ihr gar nicht mehr feiern könnt, so ist doch. Dreh mich ja auf, ne? Ihr wollt den alten Leuten noch gar nicht mehr zuhören, ne? Es gibt auch kaum noch alte Leute, denen zugehört wird. Alte Politiker gibt es schon gar nicht mehr, zum Beispiel. Nee, alle weg, ne? Hier, Wehner. Ne, hat jetzt auch weggeputzt. Ne, war echt schade um den Mann. Ne? Oder Franz Josef Strauß, ne? Das war noch ein richtiger Drecksack. Ne? Mit allem drum und dran, mit Eck und Kanten, gibt's heute gar nicht mehr, ne? Heute gibt's nur noch so kleine, klaue Drecksbatzen. Ne? Nachkriegsgeneration, hält doch nichts mehr aus. Alles Laschmänner, nicht? Hier, Barschler hat noch nicht mal die Tabletten vertragen. Ne? Ja, ist mir jetzt so rausgerutscht. Ne? Das habe ich gar nicht so gemeint. Ne? Bin an sich ein ganz verträglicher Mensch. Ne? Aber wenn bei jedem Mist gelacht wird, ne? Das kann ich auf dem Tod nicht ab. Stehe ich einfach, könnt ihr euer Fest allein zu Ende machen hier. Ne? Da wisst ihr, was ich euch allen miteinander wünsche. Alle, wie ihr da sitzt. Kinder, wie ihr welche seid, wünsche ich euch. Und wisst ihr, was ich euch dann noch wünsche? Mit denen sollt ihr 80 werden.